weil ich keine Ahnung habe, was da passiert, ob jetzt irgendwie Rom abbrennt oder sowas. Kontrolliert ablöschen und hoffentlich nicht die Hütte abfackeln. Dann kriege ich Ärger mit Ursel. Das Zeug hier, das stinkt übrigens wie toter Fisch. Ja, und es brennt doch. Und brennt und brennt und brennt und brennt. Unter welchen Bedingungen machen die solche Tests und kommen zu solchen Aussagen? Ja, was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Und es kommen kleine Blubberbläschen. Jörn, alias Mo vom Kanal Mitre Mo, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video-Versuchsreihe. Ich habe mir vor kurzem mal so einen Esbit-Kocher geholt, den ich mitnehmen wollte auf Rad- und Wandertouren. Und werde jetzt mal testen, wie das ist, einen halben Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Wie lange das dauert und wie das überhaupt funktioniert. Ich habe überhaupt keine Ahnung von den Dingern. Spoiler-Alarm. Hab die noch nie benutzt, also werde mich jetzt entsprechend geschickt anstellen. Schön, dass du dabei bist, dann legen wir mal los. YouTube ist ja der Quell allen Wissens, also habe ich vorher nochmal geguckt, wie man das macht. Und habe dann noch einen Lifehack entdeckt und den werde ich jetzt auch noch ausprobieren. Das heißt, den Esbit-Würfel nicht direkt auf den Brenner packen, sondern vorher in so eine kleine Teelicht-Aluschale reinpacken. Dann versaut man sich den Brenner wohl nicht sofort. Ja, hier ist das gute Stück. Das werde ich mir ein bisschen zurechtbiegen. Übrigens haben wir 10 Grad draußen gerade. Und ich werde die Uhr mal versuchen zu stoppen, wie lange das dauert, das Wasser zum Kochen zu bringen. Jetzt geht's los. Sei gespannt. Ich bin's auch. Ja, wie ich jetzt feststellen durfte, gar nicht so einfach sowas anzufeuern. Ich habe auch keinen Windschutz hier. Das wird auch ein Problem. Ist wahrscheinlich besser, wenn man das ein bisschen windgeschützt macht. Ich glaube aber jetzt, dass der Würfel brennt. Ja, dann jetzt fix den Topf drauf. Die Stoppuhr habe ich gestellt und jetzt heißt es warten. Challenge, halber Liter, ein kleiner Esbit-Würfel, 10 Grad Außentemperatur, nicht sehr windig, aber ein bisschen windig. Wir gucken mal. Eine Ewigkeit später. Ja, also der Würfel brennt länger als der Hersteller verspricht. Ich glaube, wir sind schon bei, ich gucke jetzt gerade mal eben, 21 Minuten. Aber kochendes Wasser sieht anders aus. Also es ist schon warm geworden, aber warm eben nur, nicht kochend. Ja, ich glaube, lange wird es jetzt wirklich nicht mehr dauern. Ich stoppe jetzt gleich mal die Zeit, wenn ja die Flamme ausgeht und mal gucken, wie lange das dann war. Eine halbe Stunde hat der Würfel jetzt gebrannt, jetzt ist er aus. Das Wasser ist warm, kocht aber nicht. Challenge 1 failed. Ich glaube, man muss auf jeden Fall gucken, dass die Flamme nicht vom Wind hin und her gezauselt wird. Also Windschutz ist, glaube ich, schon entscheidend. Der Heck mit dem kleinen Teelicht-Alu-Gefäß, der war auf jeden Fall schon mal gut. Ja, ich muss das jetzt, glaube ich, einfach mal ausprobieren. Ich habe aber auch noch Brennspiritus, also mit Spiritus, das Ganze mal auszuprobieren auf dem eigentlichen Brenner. Mal gucken, was davon funktioniert. Ich werde berichten. Eine Nacht später. Ich nochmal. Ja, ich kann es ja ehrlich gesagt nicht glauben. Eine halbe Stunde soll so ein Würfel brennen, obwohl er eigentlich nur 12 Minuten hat und es nicht schaffen, das Wasser zum Kochen zu bringen. Das kann nicht sein. Also die ganze Versuchsreihe nochmal. Ich habe jetzt noch einen weiteren kleinen Hack. Und zwar habe ich an der Seite von dem Brenner, ja, von der alten Grillschale so ein bisschen Folie dran gemacht, um ja den Wind noch ein bisschen abzuhalten. Also einfach die Grillschale, ich zeige dir mal, was das für eine ist. Ein bisschen aufgeschnitten, umgebogen, dran gemacht und das werden wir jetzt nochmal testen. Ja, sei gespannt, ich bin's auch. Also sind immer noch keine Laborbedingungen. Ja, es sind doch nicht ganz die gleichen Bedingungen wie gestern. Es ist echt mega windig, du hast ja gesehen, ich habe jetzt 3 Streichhölzer gebraucht, um das Ding anzufachen. Und der Topf steht jetzt auch nicht ganz gerade, aber ich lasse ihn jetzt drauf, weil der Würfel brennt. Und jetzt stoppe ich die Zeit mal. Ja, jetzt ist mir einmal der Topf ein bisschen umgekippt. Also ganz stabil ist die Lösung auch nicht. Ja, ist jetzt einfach so. Ich will jetzt nichts zur Geschichte von Esbit sagen. Das könnt ihr mal nachgoogeln, habe ich auch gemacht. Und ja, eigentlich hätte ich sowas kennen können. Ich habe überhaupt keine Ahnung von den Dingern. Habe die noch nie benutzt. Weil ich war auch bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr nutzt auch diese Esbit-Kocher. Aber ich war bei der Marine. Und den Lapskaus hat der Smut selber gemacht. Da mussten wir nicht Esbit-Kocher anwerfen. Und wenn ich jetzt noch ganz viel Glück habe, fängt es da ja noch zu regnen. Ach, was ich nicht alles für euch tue. Ja, wie versprochen, es fängt an zu regnen. Geile Versuchsanordnung. Ja, 17 Minuten. Ich glaube, der Würfel brennt immer noch. Ich gehe mal gucken. So, 28 Minuten. Die Flamme stirbt. Ich mache jetzt mal den Deckel hoch und dann gucken wir mal, wie weit das Wasser ist. Challenge 2 failed.
Jetzt das Ganze nochmal, allerdings jetzt mit Brennspiritus. Ich habe hier das Kochgeschirr von S-Bit am Start und habe auch da einen kleinen Hack mit dem Windschutz gemacht. Und guck mal, wie das jetzt funktioniert. Den Brenner habe ich nicht ganz voll gemacht, weil ich keine Ahnung habe, wie lange das brennt, wie viel von dem Spiritus benötigt wird. Wir werden das jetzt mal testen. Ansonsten gleiche Versuchsanordnung. Es sind immer noch 10 Grad, es ist ein bisschen windig. Halber Liter kaltes Wasser in dem Kochgeschirr und auf geht's. Ja, das ging auf jeden Fall schon mal besser anzuzünden. Das heißt, der Kocher ist ja am Start und ich werde jetzt den Topf draufsetzen und die Uhr stoppen. Und dann drücken wir mal die Daumen, dass der Brennspiritus den halben Liter zum Kochen bringt. Ja, dadurch, dass die Flammen jetzt rechts, links daneben schlagen, werde ich wohl den Topf nachher schrubben müssen, denn der wird ziemlich dreckig sein. Spoiler-Alarm. Aber wir haben jetzt 9 Minuten, also knapp 10 Minuten haben wir rum. Und es sieht so aus, als würde das Wasser gleich kochen. Es ist soweit. 11 Minuten, das Wasser kocht. Challenge 3 mastered. Congratulations. Ja, mit Esbit und Spiritus habe ich versucht, einen halben Liter Wasser bei 10 Grad Außentemperatur zum Kochen zu bringen. Mit dem Esbit-Würfel ist mir das nicht geglückt, aber mit dem Spiritusbrenner ist mir das geglückt. Das Wasser kocht. Ich denke, bei dem Spiritusbrenner ist der Hack mit dem Windschutz, also der Lifehack mit dem Windschutz, auch schon ganz sinnvoll. Und ja, der Brenner selber kriegt noch genug Luft und die Flamme tänzelt nicht ganz so im Wind hin und her und erreicht also eher den Topf und kann das Wasser zum Kochen bringen. Ja, wenn dir das kleine Video gefallen hat, dann schreib mir gerne was in die Kommentare. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier gerne den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Kannst die Glocke anbimmeln, dann verpasst du kein weiteres Video. Bis dahin, bleib gesund und munter. Ja, ich werde wohl den Rest des Tages in der Küche verbringen und den Topf schrubben, damit er wieder sauber wird.